Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Magic 2015. Ich habe hier schon geklickt. Wir treten gegen Celestia an. Taser erzählt dir, dass Jace mit Emara Tandris, einer Heilerin des Celestia-Konklaves, gesehen wurde. Als du ankommst, verwehrt die Dryade Trostani jedoch den Zutritt zum Heiligen Hain. Wilde Kreaturen springen von den Bäumen, um dich aufzuhalten. Also, wir spielen gegen Celestia Aggro und unsere Hand ist super schlecht. Ziehen wir mal eine neue. Die ist besser. Nur die Off-Color-Dinger, ey, ist hart. Aber wir haben Satyr Wayfinder, damit finden wir auf jeden Fall unser Land, denke ich mal. Und dann Doppel-Cultivate. Das könnte sogar gut sein, wenn sie uns nicht zu schnell umhaut. Öffnet zum Glück auch mit dem Guild-Gate, nicht mit dem Shop-Duel. Das ist schon mal ein netter Start. Ihrerseits, oder Trostani ist ein Er oder eine Sie? Stand da eben die Heilerin? Ich weiß es gar nicht. Ich mach das erste Play, das ist aber merkwürdig. Ich bin davon ausgegangen, dass wir gegen Aggro spielen, ganz ehrlich. Naja, und komm. Ach gut, alles ist zwar grün, aber okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Da wir ja hier fixen können. Oh, da würde ich ja schon fast gerne einen. Boah, wir können. Turn 4 Stormbreath Dragon incoming. Geil. 3-3er. Oh, das ist so das. Nicht Convoke Deck, das Populate Deck vielleicht, wo man dann immer die Tokens verdoppelt. Führe Bevölkerung durch, das ist Populate. Das ist nicht so schlecht. Das ist nicht so schlecht. Oh Gott, die Büchse ist natürlich super stark. Nicht. Ja, auf jeden Fall suchen wir uns Doppelgebirge raus, würde ich sagen. Greifen auch mal nicht an. So, wie machen wir das jetzt? Leider kann der Belagerungsdrache in ein paar Zügen auch nicht das Board da abräumen. Ja, wir haben nichts im Friede zum Reanimaten. Für die Errettung aus der Unterwelt müssen wir jetzt nicht unbedingt einen Play haben. Ich spare mir jetzt an Leben, was ich sparen kann. Und champe einfach, weil ich hoffe, meine guten Kreaturen sind gut. Errettung aus der Unterwelt natürlich. Aber gut, wir haben immer noch nichts im Graveyard, deswegen ist erstmal egal. Unsere Plays sind Wayfinder plus Kultivieren, was ich nicht so schlecht finde tatsächlich, weil wir die Errettung haben und wenn wir eine richtig, richtig gute Kreatur aufdecken mit dem Wayfinder, dann ist das ein gutes Play. So, da ich möglichst wenig Länder aufdecken will, obwohl das eigentlich der Sinn des Pfadfinders ist, suche ich mir die Länder vorher raus, damit ich potenziell weniger Länder im Deck habe, damit er Kreaturen trifft. Wir haben ja genug Mana. Und er muss jetzt Kreaturen treffen. Komm, Inferno-Titan. Grisselbrand. Ja, Mann. Richtig gut. Dann dürfen wir jetzt auf keinen Fall Jump blocken. Kriegen mindestens 6 Schaden, was jetzt nicht so wenig ist. Oh Gott, überleben wir das überhaupt? Nächste Runde legen wir einen Drachen. Ne, es geht auch nicht. Oh. Da hätte ich vielleicht vorher mal eine Runde rechnen sollen. Ist kein Pump-Spell. Gut. Nächste Runde können wir jumpen. Gegen 3 auf 8. Ah, ne, das funktioniert schon. Wir haben 6 Mana im Play. Ja, würde ich sagen, legen wir das 7. Ist nur nicht das schwarze Mana tappen. Ja, grün ist okay. Grün ist okay. Aktivieren den ganzen Käse einmal. So. Wenn wir hier so ein Füchses-Ding cracken, dann sind unsere Plays auf jeden Fall unendlich besser. Weil da sind so viele nicht bleibende Karten in dem Deck, so Spells irgendwie wahrscheinlich. Wegen Populate und Mach dir Tokens. Das sind halt alles Karten, die von der Füchses nicht aufgedeckt werden. Also, das könnte ja mal klappen. So, wir geben den Turn-Up. Und machen, wir Jump blocken und spielen dann die Errettung aus der Unterwelt. Spontan Zauber bringen ein 1-1. Oh Gott. Das ist ziemlich aggressiv, das Deck. Das gefällt mir nicht. Nächste Runde lege ich irgendeinen Drachen als Jump Blocker. So, Block. Block ansagen, Timer anhalten, Errettung aus der Unterwelt, Grisselbrand, bitte ihn opfern und dann mal weiterschauen. Wir kriegen 10 Schaden, ne, 7, gehen auf 4.
Oh je. Gucken wir mal, ob der Lifelink von Grisselbrand das regulieren kann für uns. So, erstmal schauen, was der Wegfinder trifft. Na, nur Unsinn, okay. Pelakka-Wurm ist natürlich der Bomben-Top-Deck. Den legen wir, kriegen wir schon mal 7 Leben. Das ist schon mal ein guter Start. Selbst wenn unser Gegenüber richtig gute Pump-Spells jetzt irgendwie findet. Oder irgendwie End of Turn noch irgendein Instant spielt. Gucken wir mal. Sind wir mit 11 Leben ja relativ sicher, weil wir sind auch virtuell auf 18 Leben mit dem Grisselbrand. Der hat ja noch Lebensverknüpfung. Das Leben kriegen wir ja noch dazu im Combat. Ich tippe mal, er greift auch nicht mehr an, oder? Komm. 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 Ja, wir sind stabilisiert. Wir sind richtig stabil. Das ist solide. Solides Board. So. Ranziges Land. Boah, blaues Mana. Oh, ich habe die. Ah, ich habe die Dosen nicht aktiviert. Boah, im lauter Stress. Das ist egal. Nehmen wir den dicken Drachen. Wenn er gleich angreift, schießt er mal das Vögelchen für mich ab. Und ich greife auf jeden Fall mit Grisselbrand in der Luft an, ob ich das Leben jetzt so kriege oder nicht. So kriege oder im Block. Wenn er nicht angreift, kriege ich das Leben halt eh nicht. Und so würde ich ja dann schon fast 7 Karten gleich ziehen. Je nachdem, wie er angreift. Würde ich 7 Karten ziehen? Okay, cool. Der Vogel blockt, Token weniger. Hauptsache, ich kriege mein Leben. Das ist das Einzige, was mich hier interessiert an der Stelle. Deswegen aktivieren wir mal. Ich habe es einmal verpennt, aber ich glaube nicht, dass das jetzt spielentscheidend ist. Das sind einfach so Karten, die man kein Mensch normalerweise spielt. Dann übergucke ich das gerne mal. Oh. 18 Leben. Sehr gut. Boah, das war aber super knapp, würde ich fast sagen. Greift er jetzt an? Nein. Okay, ich glaube, das Spiel haben wir im Sack. Halt. Ah, nee. Nee, ist echt voll schlecht, da an der Stelle Karten zu ziehen, oder? Ja, ist nicht so geil. Sollen wir eine Dose gleich aufmachen? Ja, ich glaube, wir gönnen uns das noch. Oh, nee, nachher sind da doch so... nachher ist da doch was Gefährliches drin. Na ja, einfach nochmal den Grisselbrand an, sicher ist sicher. Ach, nächste Runde greife ich auch wieder mit den fetten Bietern an. Im Endstep crack ich eine Füchse. Dafür spielen wir eigentlich. Deswegen schaut ihr auch eigentlich zu, denke ich mal. Das ist der einzige Grund, das hier zu gucken ist, wir machen die Dose der Pandora auf. Kein Combat, oder? Oder? Nein, okay. Und Endstep, kommt noch was? Hier ist noch fett am Überlegen, der Trostani. Endstep, okay. Komm. So, Daumen müssen gedrückt sein. Jeder kriegt nur 2 Karten, aber egal. Schauen wir mal. Ja, tapp alles, komm. Interessiert keinen. Doppelland und was war... Ah, was war bei mir? Auch ein Doppelland? Nein, ein Spell und ein Land, glaube ich. Keine Ahnung. Deadweight bringt gar nichts. Die Soul bringt mir auch nichts. Dann Stormbreath, würde ich sagen. Ja, wobei, ich kann so ein Ding töten. Na, egal. Kann ich ihn töten, ist die Frage. Kreto kriegt Krampelschaden und +1/+1. Wieso tut er das jetzt? Er hat gerade meinen Pelakka-Wurm plus... Was hat er denn im Deck? Irgendwie zerstörende, angreifende Kreatur, kriegt so viel Leben, wie sie Stärke hat. Da soll er ihn halt abschießen, das ist mir jetzt egal. Weil ich habe Liesel in der Luft. 12 +4. Das habe ich ja wohl gewonnen, oder? Was macht er denn da jetzt? Ein Vierfachblock? Nehmen alle einen Schaden auf sich, der ist auch mega tot jetzt. Das habe ich leider nicht verstanden und kann mich euch an der Stelle auch nicht erklären, was das sollte. Egal, wir cracken das Booster. Das ist ein Unfug. Ah.
Vielleicht können wir bald mal Mill spielen, das wäre cool. Der gute Abriss-Oger. Auch kacke für unser Deck. Ne, da war nichts dabei in dem Booster. Schade. Und naja. Als nächstes geht's gegen Jaces Prüfung. Also ab gegen Jace, unseren blauen Kontrollmagier. Ich bin sehr gespannt, was er macht. Ist ja auch der Endgegner von Ravnica. Hoffe, ihr schaut euch das Video dann wieder an. Und wie immer wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.